Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich hatte ja gesagt, ich mache noch mal ein Video darüber, wie ich das Gerät benutze. Ich sage mal so, wie ich das zusammengebaut habe, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich denke, jeder, der schon mal einen Lego-Kasten zusammengebaut hat, kriegt das Ding hier zusammen. Und ich werde nochmal sagen, was ich, was heißt verändert habe, aber was ich für mich angepasst habe. Und zwar ist es hier diese Fläche, da habe ich Panzerband drüber geklebt. Und auch die Festklemmplatte, die habe ich von unten mit Panzertape beklebt, dass ich mir nicht eine meiner Klingen zerkratze. Also falls hier irgendwo ein Grat dran ist oder... ja, ihr wisst, wie das geht. Schnell hat man mal einen Kratzer an der Klinge und dann ärgert man sich. Also ich ärgere mich jedenfalls über sowas. Genau, also das habe ich abgeklebt von oben und von unten. Dieses Gestänge hier, wenn ihr das zusammenbaut, Dankeschön, wenn ihr das zusammenbaut, schraubt ihr diese Stange in diese Aufnahme hier rein. Hier ist also ein Gewinde. Sollte sich, also wenn ihr das zwar festgeschraubt habt, aber im Laufe der Zeit passiert es erfahrungsgemäß, dass das Gewinde irgendwann sich ein bisschen löst und dann habt ihr hier Spiel. Und dementsprechend, also mit dem Hebel durch das schwere Ende hier, wird dann der Winkel flacher. Um das zu vermeiden, habe ich ganz einfach die Flügelmutter noch drauf gemacht, die eigentlich diese Platte hier befestigen soll. Also die ist ja zum Scherenschleifen und zum Festklemmen. Und ich habe einfach die Flügelmutter, die hier drauf war, hier hingebaut, und damit ich nicht hier immer die Flügelmutter gegen das Metall schlage, habe ich mir hier noch einen kleinen Stopper gebaut. Einfach einen dünnen Streifen Panzerband genommen. Dasselbe nochmal hier, habe ich mir also auch nochmal so ein kleines bisschen Panzerband hingemacht, dass ich nicht rausrutsche. Ne? Also hier ist kein Stopper bei. Und dementsprechend habe ich dann so meine Anschläge und kann da relativ unbekümmert agieren. Genau. So, das sind so die Sachen, die ich für mich gemacht habe oder die ich für mich verändert habe, beziehungsweise die mir nicht gefallen haben. Ich muss mal den Griff hier nochmal festmachen. Der ist schief hier. So. Genau, eine wasserfeste Unterlage habe ich drunter, weil es doch... irgendwann eine ganz schöne Schweinerei wird. Ja, Winkel einstellen natürlich hier. Wie man ein Winkelmesser bedient, das denke ich mal, brauche ich euch nicht erklären. Ich habe mir hier eine App runtergeladen im App Store, die den Winkel misst. Und dementsprechend habe ich das für mich eingestellt. Zu beachten ist dabei, dass natürlich umso länger die Klinge ist, desto schärfer wird der Winkel. Ne? Und so habe ich das für mich so geregelt, dass ich das Messer so einspanne, dass ich habe den auf 5 mm eingestellt, dass ich, wenn ich den Anschlag unten an die Schräge mache, bei 5 mm über dieser Schräge bin. Genau, so habe ich also konstant den Winkel, den ich hier mal eingestellt habe. Genau. Man sollte sich natürlich auch irgendwie merken, in welcher Position man ein Messer einspannt. Ich suche mir so markante Punkte, wie zum Beispiel hier. Ne? Hier beginnt der Flachschliff nach unten zu gehen. Und diese Kante nehme ich und mache es mit der unteren Platte, mit der Anschlagplatte,
Bündig, genau. Und eine Sache, die man auch noch beachten sollte, das werde ich jetzt mal bewusst falsch machen. Wenn ihr das einspannt, achtet darauf, wie weit die Platte zum Einspannen, die Platte zum Einspannen, da ist sie, nach oben steht, weil wenn das nicht stimmt, schleift ihr nicht die Klinge, sondern ihr schleift oben in diese Platte eine Phase rein. Ist ja nicht so ganz der Sinn der Sache. Genau. Also, Winkellampe eingestellt. Wir spannen es natürlich richtig ein. Wir haben uns einen Markierungspunkt gesucht, um die Klinge jedes Mal wieder symmetrisch einzuspannen. So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nach hier mit dem Pinökel. So. So, jetzt spannen wir das Schätzchen mal fest. Gucken noch mal, ob der Winkel hier passt. Ja, naja. Nicht ganz. Perfekt ist es noch nicht, aber was ist das schon? So, noch ein bisschen weiter runter. So. So. Das sollte jetzt passen. Mal gegen das Licht gucken. So. Ja, das passt. Super. Okay, soweit, so gut. So, ja, das ist mein altes Observer. Das geht jetzt in Rente. ja, da ist schon also jede Menge Klinge von Flöten gegangen im Laufe der Zeit. Und ja, das kriegt jetzt eine richtig scharfe Schneide und eine Spiegelpolitur. Und wird in der Vitrine bleiben, denke ich. Ja, damit ich nicht zu viel von der Schneide abtrage und weiß, wann ich mit dem neuen Winkel unten angekommen bin, mache ich mir ganz einfach hier immer so ein paar Striche drauf, CD-Stift oder Edding oder was man halt gerade so zur Hand hat. Und so kann ich dann ganz gut sehen. Mensch, das ist ja schon fast perfekt. So kann ich das ganz gut sehen. Ich kippe das mal an. Von wo bis wo der Schleifstein abgetragen hat. Also wenn die Striche hier unten weg sind, dann drehe ich das Messer. Und ich gucke auch immer, ob der Schliff, also die Schneidphase, auf beiden Seiten ungefähr gleich hoch ist. Also der Winkel verändert sich ja nicht. Aber wenn man jetzt eine Seite länger schleift als die andere, hat man natürlich auf der einen Seite vielleicht mal, 1,5 mm Schneidphase und auf der anderen vielleicht 2 mm Schneidphase. Und um das zu vermeiden, gucke ich mir das halt immer noch mal genauer an, dass mir das nicht passiert. Also dass auch die Spitze ist dann nicht in der Mitte. Und ja, das würde ich ganz gerne vermeiden. Drum markiere ich mir das schön und gleiche das zwischendurch mal ab. Man muss das Messer ja eh öfters mal drehen irgendwie im Laufe der Zeit. Und ja, genau. So mache ich das, damit mir da nicht ein Malheur passiert oder ich mich dann hinterher drüber ärgern muss.
Jo, ich sage mal so, den eigentlichen Schleifvorgang, ja, ich glaube, den müsst ihr nicht komplett mitverfolgen. Also, wie das Gerät zu benutzen ist, ist, denke ich mal, klar. Und ja, ich werde euch das einfach mal schneiden, bis ich was anderes mache und melde mich dann zurück. Jo, also ich habe jetzt nochmal angezeichnet. Man bekommt im Laufe der Zeit einen ziemlich guten Blick dafür, ob die Schneidphase bis nach unten geht. Das hat man irgendwann einfach auf dem Schirm, also gegen das Licht, ob sich da das Licht nochmal anders bricht. Aber ich habe jetzt einfach trotzdem nochmal angezeichnet, um das nochmal zu überprüfen. Und das Ergebnis passt auf der gesamten Schneidphase. Habe ich kein Strich mehr zu sehen. So. Das heißt also, ich kann jetzt ausspannen und die Klinge drehen. Orientiere mich natürlich wieder an den Punkten, die ich mir gemerkt habe für das Messer und spanne einfach wieder ein. Zwischendurch mache ich mal ganz gerne noch mal den Stein ein bisschen feucht. Ups. Und ja, hier auf der Seite eigentlich genau dasselbe Spiel. Einfach erstmal die Klinge anzeichnen. Und los geht's. So, ja, ich habe jetzt beide Seiten zweimal geschliffen. Ich kann jetzt also ziemlich genau sehen, dass hier keine zweite Phase mehr in der Phase ist. Und ich kann auch fühlen, dass ich hier einen Grat umgelegt habe, was natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass ich unten an der Schneide angekommen bin, ne? Solange ich also hier oben noch den Schneidenwinkel verändere, kann ich natürlich hier unten keinen Grat umlegen. Das ist ja logisch, ne? Und ja, genau. Jetzt wechsle ich den Stein. Ich nehme also den nächstgrößeren. Das ist in dem Fall der 320er. Und ja, das Vorgehen bleibt eigentlich dasselbe. Ich spanne jetzt eigentlich nur um. Dann mache ich die Klinge kurz sauber und dann zeichne ich mir nochmal an. Man hat es manchmal, oder das merkt man, wenn man von den Steinen auf die anderen wechselt, die hier sind ein bisschen dünner. Das verändert auch nochmal den Winkel ein ganz kleines bisschen. Ist jetzt nicht tragisch oder nicht, dass man das nicht ausgeschliffen kriegt. Aber eventuell ist da nachjustieren einfach vielleicht der klügere Weg. Genau, ein bisschen Fingerspitzengefühl ist das relativ schnell nachjustiert. So, wie gesagt, nochmal angezeichnet, also nochmal grob überprüfen, ob das hier alles passt. Und das sieht hervorragend aus. Alles klar, dann bis später. Jo, da sind wir wieder. Also, ich habe jetzt natürlich nicht jeden Steinwechsel mitgefilmt. Wird irgendwann langweilig, deswegen das Resultat. Das ist der 1200er Original oder der mitgelieferte Stein. Und ja, ich bin soweit jetzt durch.
jetzt noch mal kurz über den Jeansblock ziehen. Oh, falls da noch irgendwo grad ist. So. Das Resultat. Ja, das ist noch keine perfekte Spiegelpolitur. Aber das ist schon ganz anständig. Und ich sage mal, der schneidet auch schon ganz gut. Ja, da ist noch ein bisschen Grat irgendwo. Ja. Jo, das ist schon soweit echt in Ordnung. Das ist jetzt das, was möglich ist mit den mitgelieferten Steinen. Ein bisschen Grat, ja. Ich melde mich gleich nochmal. Ich werde jetzt nochmal mit den Edge Pro Steinen rübergehen. Und ja, dann sehen wir uns wieder. So, ja, ich weiß nicht, ob die Kamera wirklich den Unterschied so aufnimmt oder ob ihr das wirklich sehen könnt, wie viel anders die Schneide jetzt ist. Ja, ich habe hier, ich und mein Licht, ich weiß. auf jeden Fall habe ich es jetzt nochmal abgezogen. Und ups, wo ist denn hier? Mensch, ich krieg das Papier nicht runter. Ja. So. So, und dann werden wir jetzt das Endresultat einfach mal begutachten. Also das ist jetzt nochmal der Unterschied zu dem 1200er Stein. Das ist also, denke ich, deutlich sichtbar, dass das noch mal eine ganze Ecke schärfer ist als nur mit dem 1200er. Ich sagte ja, dass die zwei Original Edge Pro Steine, dass das also wirklich noch mal einen brachialen Unterschied macht, und das denke ich, kann man hier ganz gut sehen. Also nach dem 1200er war es, also ja, Papierschneiden ging, aber war nicht ganz so toll. Allerdings muss ich natürlich sagen, ich hatte auch noch einen ganz kleinen Grat an der Klinge. Und ja, das ist jetzt das Resultat von dem 1000er Edge Pro Stein und dem 600er. Das entspricht also einmal 8000 und einmal 5000. Und ja, naja, der Lederriemen fehlt noch, aber das wird sich bald ändern. Und ja, für eben mal über eine Jeans abgezogen, denke ich mal, ist das Schleifergebnis ganz okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage bis bald. Euer Eisenherz.